Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, jetzt ganz kurz nur gezeigt, warum ich meinen Rechner mit 64 GB Swap eingerichtet habe. Und zwar geht es um dieses Programm hier, um den Map Composer. Und der ist unheimlich speicherhungrig. Ich kann das mal eben kurz zeigen, indem ich H-Stop öffne. Und zwar, wenn er anfängt, Karten zu generieren, dann wird der Arbeitsspeicher hier dementsprechend proppevoll sein. Hier unten, das wäre der Arbeitsspeicher. Und ich habe hier nur 8 GB. Und ich hoffe mal, dass dann Swap jetzt hier mit 62,5 GB, dass dann dementsprechend der sich jetzt hier füllt. Ob die Rechnung aufgeht, weiß ich nicht. Weil ohne Arbeitsspeicher wird Map Composer nämlich abstürzen. Mit kleineren Karten, also kleineren Karten, sagen wir mal ein Bundesland. Das schafft der Rechner noch, aber jetzt möchte ich es in der Deutschlandkarte erzeugen, mit den OSM-Daten setzen, und das schafft er normalerweise mit 8 GB Arbeitsspeicher nicht. Ja, und deswegen einfach mal versuche ich mal ein bisschen rumzutricksen, dass man das vielleicht das Ganze da auch so ein bisschen aushebeln kann. Ja, ich denke mal, ich werde dann Screenshots einblenden, wenn der Arbeitsspeicher sich jetzt hier mal füllt, oder ich mache die Außenkamera wieder an. Das muss ich dann halt eben je nach Bedarf dann entscheiden. Gut, dann würde ich sagen, bis später. So, Zwischenbericht. Es sieht eigentlich sehr gut aus. Swap-Datei wächst. Ich bin jetzt hier schon bei 6 GB. Mein Arbeitsspeicher ist schon fast voll. Wie gesagt, ich habe 8 GB max, wovon das Betriebssystem mir auch schon ein bisschen schluckt. Und ich hoffe mal, es geht gut, weil normalerweise ist der bei mir immer abgestürzt, während der jetzt hier die Karte kreiert, also beim Bearbeiten der Daten hier. Das ist so der Prozess, wo der Arbeitsspeicher nach oben geht, wo der Bedarf dementsprechend da ist von dem Programm. Und ja, ich meine, das wäre natürlich eine super Sache, wenn ich dann meinen Server für diese Arbeiten dann halt eben nochmal benutzen kann. Weil das dauert nämlich ziemlich lange. Klar, auf meinem neuen Rechner brauche ich dafür ungefähr eine Stunde, sage ich mal, 55 Minuten. Und bei dem würde ich dann vielleicht bestimmt 8 Stunden brauchen. Aber das wäre mir egal, einfach über Nacht laufen lassen. Und genau. Dann kann er nämlich da mal lochen die ganze Zeit. Also ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Weil das wäre nämlich eine super Geschichte. Okay, ich bin jetzt mittlerweile bei einem Swap von 15 GB, obwohl ich nur 8 GB Arbeitsspeicher habe. Und er ist noch nicht abgestürzt. Also ich kann jetzt schon festhalten, das bringt schon mal etwas. Aber im Endeffekt muss das ja so viel bringen, dass er nicht abstürzt. Habe ich da auch nicht viel bei gewonnen. 15,1 GB. Ja. Ich glaube, ich werde die Kamera mal ein bisschen anders positionieren. Weil das Wichtige findet nämlich hier statt. Ich mache das Fenster mal eben. Na, machen wir mal so das Fenster, dass man das hier alles schön sieht. Ja, ich nehme es extra nicht mit OBS auf, weil das auch unheimlich Arbeitsspeicher frisst. Und das wäre blöd, wenn es jetzt daran liegt, dass es abstürzt. Deswegen jetzt die Außenkamera. Ja, 15,2 GB. Ich würde sagen, ich merke mich gleich nochmal. 17,3 GB. Nur der Swap. Nicht schlecht. 27,1 GB Swap. So, der Swap ist mittlerweile auf 36,7 GB. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hat es funktioniert, ja oder nein? Ich bin mal ganz gespannt, beziehungsweise ich weiß das Ergebnis ja schon. Ich mache es mal hier ein bisschen spannend, weil hier steht, fertig nach. Und jetzt steht hinter eine Zeit. Also kurz weg, es hat funktioniert. Ja, klar, wie gesagt, es kommt keine Fehlermeldung. Alles yippie, alles in Ordnung. Und jetzt kann ich natürlich an diesem Punkt das Video beenden und einfach sagen, ja, das Ganze funktioniert. Aber, jetzt kommt das große Aber. Und jetzt ziehe ich mal das Fenster hier zur Seite, weil es ist noch ein wenig Zeit versteckt. Und simsalim, was steht da? Nach 3332 Minuten. Puh, das ist natürlich eine Hausnummer. Das ist natürlich schon eine enorme Zeit. Ich würde sagen, ich rechne mal ganz kurz nach, was das überhaupt bedeutet. 3332 Minuten geteilt durch 60 macht 55 Stunden. Geteilt durch 24 macht 2,31 Tage. Puh, das ist natürlich wirklich eine Ansage.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht das jetzt wirklich Sinn? Ja oder nein? Technisch gesehen, es funktioniert, klar. Man kann das so handhaben. Aber 2,31 Tage muss der Rechner natürlich durchlaufen. Ist natürlich auch aus Kostengründen, ne? Strompreise etc. Aber andererseits lief der Rechner die ganze Zeit auch noch auf Sparflamme, so auf 10% CPU-Auslastung. Und der Monitor war natürlich die ganze Zeit aus. Deswegen denke ich mal, hält sich der Stromverbrauch noch in Grenzen. So, jetzt schaue ich mir ja trotzdem erstmal die Datei an, die jetzt generiert wurde. Ob die überhaupt funktioniert, ob die überhaupt in Ordnung ist. Dazu öffne ich den Dateibrowser, gehe in ein Verzeichnis Map Composer, dann unter Verzeichnis Garmin. Und dann gibt es hier eine Datei, die nennt sich gsubmap. Benenne die mal eben um in Routen. Weil ich meine, ich habe jetzt nur von Deutschland jetzt hier die Routen kreiert. Ja, verschiebe das nochmal in mein Home-Verzeichnis. Kopieren, rechte Maustaste, einfügen. Gibt es hier kein Einfügen? Hallo? Einfügen, wo bist du? Wieso kann ich nicht einfügen? Ich mach mal STRG V. Ja, okay. Dann machen wir so. Dann öffne ich mal QMap Check. Das ist ein Programm, mit dem kann man die Karten anschauen. So, voila, hier wäre die Karte. Und ich sehe gerade, ich habe nicht keine Routenkarte erstellt, sondern eine Mountainbike-Karte, ja, von ganz Deutschland. Fürs Garmin-Gerät. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Mache ich mal jetzt hier so ein paar Stichproben. Nicht, dass jetzt hier irgendwie voll die Bugs drin sind durch diese ganze Aktion. Ja, mal kurz Vollbild. Dann suchen wir mal das Ruhrgebiet. Dann kenne ich mich so ein bisschen aus. Dann schaue ich mir die Gegend mal an. Ah, sehe ich schon, ah, die Wege hier in meiner Heimat, die sind, werden alle richtig dargestellt. Jetzt gucke ich mir jetzt so Mountainbike-Gebiete an, wie zum Beispiel jetzt hier die Halde. Ja, wird alles angezeigt. So, Tux, was hast du dazu? War die ganze Aktion gut? So, jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, macht das Ganze Sinn? Ja oder nein halt? Ich würde sagen, jein. Und ja, das muss man dann halt eben dann von Fall zu Fall betrachten. Ich beende das Projekt jetzt hier an der Stelle mit dem Ergebnis, ja, es funktioniert, Punkt. Und ja, ich bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!